Mensch, ich habe mir jetzt gerade aufgefangen, jetzt ist bestimmt schon seit einer Stunde nicht mehr Michael Oenning erwähnt worden. Ne? Dabei zählen Sie doch alle auf ihn. Also, meine Damen und Herren, mir ist ja gerade, als ich gehört habe, diese erschütternden Schicksale, dass da jemand mal Fan war und dann nicht mehr ist, da muss ich ehrlich gesagt an meinen letzten Besuch hier im Easy Credit Stadion denken. Das war, als der VfL Bochum hier gespielt hat, wurde vor dem Spiel so ein kleiner Junge auf der Trainerbank interviewt, so 10-Jähriger. Und da fragte ihn der Stadionsprecher, spielst du auch Fußball? Ja, sagt er, in dem und dem Verein. Und hast du denn mit deinem Verein auch schon mal schwere Zeiten erlebt, so wie wir jetzt mit dem Club, Entschuldigung. Und der Junge sagte, ja, habe ich. Und da fragte ihn der Stadionsprecher, und was machst du dann? Da sagte der Junge todernst, den Verein wechseln. War eindeutig nicht das, was der Stadionsprecher hören wollte. Aber einige aus der ersten Mannschaft haben das ja auch so gehalten und sind zum Beispiel nach Wolfsburg. Aber ist ja auch egal. Meine Damen und Herren, wir kommen nun zum ganz heißen Finale um den besten Fußballspruch des Jahres 2008. Die Sprüche mögen Ihnen noch in Erinnerung sein. Ich möchte sie trotzdem noch mal kurz einander gegenüberstellen in der blauen Ecke, hätte ich beinahe gesagt, nein, in der rot-weißen Ecke, beziehungsweise von links nach rechts, spielt nach wie vor Österreich mit Josef Hickersberger und dem Spruch, wir haben nur unsere Stärken trainiert. Deshalb war das Training heute nach 15 Minuten abgeschlossen. Von rechts nach links in den andersfarbigen Trikots, Jens Lehmann mit dem Spruch, der Konjunktiv ist der Feind des Verlierers. Das nochmal zur Erinnerung. Und ich bitte Sie jetzt, heben Sie Ihre Karten für Josef Hickersberger. Herzlichen Dank. Und jetzt heben Sie Ihre Karten für Jens Lehmann. Übrigens darf jeder nur einmal, wollte ich noch sagen. Ne? Das ist ein eindeutiges Ergebnis. Josef Hickersberger ist Preisträger des Fußballspruchs des Jahres 2008. Und Herr Hickersberger, so viele Siegerehrungen machen Sie nicht mit, kommen Sie doch bitte zu uns auf die Bühne. Ich darf das sagen, ich bin Bochumer, ich kenne das auch alles nicht. Also erstmal von mir einen herzlichen Glückwunsch. Wir haben uns ja schon darüber unterhalten, beim VfL Bochum spielt ja ein österreichischer Nationalspieler Christian Fuchs. Und eine Frage, bevor ich Sie an die bezaubernde Frau Müller-Hohenstein übergebe. Wie froh sind Sie, dass heute noch kein einziges Mal eine gewisse Stadt in Argentinien erwähnt worden ist? Ich kenne die Stadt gar nicht. Das ist wie bei Asterix, Alesia, ich kenne es nicht. Wo liegt dieses Alesia? Das wollte ich hören. Vielen Dank. Habe ich zumindest schon mal eine Hand frei. Jetzt klemme ich mir kurz das Mikrofon unter den linken Arm, damit ich Ihnen auch gratulieren kann. Herzlichen Glückwunsch, Spruch des Jahres. Sie treten damit in unglaubliche Fußstapfen. Hans Meyer, und wir haben vorhin ja schon gesagt, er hatte hier einen eindeutigen Heimvorteil. Das kann man jetzt bei einem Österreicher in Franken nicht unbedingt sagen. Dennoch haben Sie diesen Spruch gewonnen und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, wir haben ja während der EM fast einmal ein bisschen vor Ihnen gezittert. Jetzt haben Sie Jens Lehmann besiegt, dann doch noch. Und Cordoba war das Wort, das glaube ich gerade eben nicht fallen durfte. Huch, das schlimme Cordoba. Ich sage Ihnen eins, Herr Hickersberger, seit diesem Sommer sind wir den Fluch los. Ich muss ehrlich sagen, ich hätte lieber bei der Europameisterschaft gewonnen. Aber es ist wahrscheinlich mit Österreich etwas schwieriger, als einen guten Spruch zu machen und damit in Nürnberg die Nachfolge von Hans Meyer anzutreten. Aber ich werde heute Abend keinen Rotkäppchen-Sekt trinken. Aber ich will Ihnen mal eins sagen, Herr, es war tatsächlich so, dass wir während der EM, das wurde ja unglaublich aufgebauscht, dieses Spiel auch, und wir hatten tatsächlich ansatzweise ein bisschen Angst vor Ihrer Mannschaft. Ich gebe es offen zu. Wie ist Ihnen das damals ergangen? Wie haben Sie das erlebt? Ich habe eigentlich keine Angst gehabt. Aber es hat auch nicht geholfen. Ich kann mich nur mehr erinnern, das Spiel war eigentlich ziemlich ausgeglichen. Die erste Spielhälfte, aber so circa ab der 30. Minute bin ich mit dem Jogi Löw auf die Ehrentribüne gegangen und dann war das Spiel für mich erledigt. Wir hatten ja heimliche Kameras dabei und haben also sehen können, wie sich Jogi Löw dann ordentlich einen gekippt hat
und auch zu einer Zigarette gegriffen hat. Was haben Sie Schlimmes gemacht in der Zwischenzeit? Ich habe weder geraucht, noch habe ich getrunken. Ich habe das Spiel verfolgt wie ein Zuschauer auf der Ehrentribüne heute. Es gab nichts zu jubeln. Es gab leider nichts zu jubeln. Frank. Aber dafür heute Abend nochmal herzlichen Glückwunsch. Vorsicht, und der ist schwer. Ja. Wieso heißt der Max? Weil er von Max Morlock kommt. Merkel, der hier auch Trainer war. Wir sind doch hier in Nürnberg. Ich werde ihn umtaufen. Sie dürfen ihn nennen, wie Sie wollen. Auf jeden Fall haben Sie ihn verdient. Ich finde Sie großartig, Herr Hickersberger. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön.